Der Iran übernimmt für die kommenden 3 Jahre den Vorsitz der Bewegung der blockfreien Staaten. 35 Staats- und Regierungschefs kommen iranischen Angaben zufolge zum Treffen nach Teheran. Unter ihnen sollen unter anderem Ägyptens Präsident Morsi, Indiens Premierminister Singh und Kubas Führer Raúl Castro sein. Außerdem hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon seine Teilnahme angekündigt. Der Generalsekretär freue sich auf den Gipfel, sagt dessen Sprecher Martin Nesirki. Es sei eine Gelegenheit, mit den Teilnehmerstaaten inklusive dem Gastgeberland Iran bei der Lösung globaler Fragen zusammenzuarbeiten. Diese Auffassung wird bei weitem nicht von allen geteilt. Israel und die USA halten den Auftritt Ban Ki-moons in Teheran für kontraproduktiv und schädlich. Denn, so Victoria Nuland, die Sprecherin des US State Departments, es handle sich beim Iran um ein Land, das alle möglichen UN-Verpflichtungen verletze und eine destabilisierende Macht darstelle. Wir hoffen, dass jene, die sich entschlossen haben, teilzunehmen, inklusive UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, gegenüber den Iranern klar Position bezüglich deren internationalen Verpflichtungen beziehen werden. Das, so dessen Sprecher Martin Nesirki, sei die feste Absicht des UN-Generalsekretärs. Der Generalsekretär wird die Gelegenheit nutzen, um Befürchtungen und Erwartungen der internationalen Gemeinschaft bezüglich beidseitiger Zusammenarbeit bei der regionalen Stabilität und dem Wohlergehen der iranischen Bevölkerung zu überbringen. Das beinhaltet Irans Atomprogramm, Terrorismus, Menschenrechte und die Krise in Syrien. Ganz zweifellos erhofft sich der Iran durch die Ausrichtung dieses Gipfels eine diplomatische Aufwertung. Unter Führung Washingtons versucht der Westen, die Islamische Republik diplomatisch zu isolieren, wirtschaftlich zu schwächen und politisch unter Druck zu setzen, um Teheran Zugeständnisse im Atomstreit abzuringen. Die iranische Führung wird beschuldigt, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Teheran bestreitet das und gibt an, das iranische Atomprogramm verfolge rein zivile Zwecke.